Herzlich willkommen zu diesem Lehrvideo, in dem ich die technischen Grundlagen des Röntgen und dabei insbesondere der Entstehung von Röntgenstrahlung und den Aufbau einer Röntgenröhre erklären möchte. Was wollen wir uns in diesem Video ansehen? Los geht es mit der Erklärung, was eigentlich Röntgenstrahlung ist. Danach schauen wir uns den Aufbau einer Röntgenröhre an und sehen, wie Röntgenstrahlung entsteht. Dabei gehe ich kurz auf die Röntgenbremsstrahlung und die charakteristische Strahlung ein. Anschließend gucken wir uns noch an, wie ein Aufnahmegerät aufgebaut ist und aus welchen Teilen dieses besteht. Nach einem kurzen Ausflug in die Durchleuchtung gibt es dann zum Schluss noch ein paar Take-Home-Points. Also legen wir los. Was ist eigentlich Röntgenstrahlung? Letztlich ist Röntgenstrahlung nichts anderes als eine Form elektromagnetischer Strahlung, so wie auch das sichtbare Licht, UV-Licht oder Mikrowellen. Die unterschiedlichen Arten elektromagnetischer Strahlung unterscheiden sich dabei nur in ihrer Frequenz. Die Röntgenstrahlung liegt im oberen Frequenzbereich, also hier, und hat damit auch mehr Energie. Während Teilchenstrahlung Masse transportiert, hat die elektromagnetische Strahlung keine Masse und ist auch nicht geladen. Weil man in der Quantentheorie der elektromagnetischen Strahlung Teilcheneigenschaften zuspricht, wird sie auch als Photonenstrahlung bezeichnet. Wenn wir also gleich von Photonen sprechen, ist damit nichts anderes als die elektromagnetische Strahlung gemeint. Für die Entdeckung der Röntgenstrahlung hat übrigens Wilhelm Konrad Röntgen 1901 den Physiknobelpreis verliehen bekommen. Wie erzeugt man jetzt Röntgenstrahlung? Damit sind wir jetzt schon beim Aufbau der Röntgenröhre. Erstmal haben wir hier einen Glühdraht. Das ist die sogenannte Kathode oder auch Glühkathode. An dieser Kathode, die meistens aus Wolfram besteht, wird eine Heizspannung angelegt. Und dann fließt ein Strom durch diesen Draht. Das führt dazu, dass aus dem Kathodenmaterial Elektronen freigesetzt werden. Gegenüber in unserer Röntgenröhre haben wir jetzt eine zweite Elektrode, die sogenannte Anode. Und weil zwischen Kathode und Anode eine Beschleunigungsspannung angelegt wird, ist die Anode positiv geladen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die negativ geladenen Elektronen von der positiv geladenen Anode angezogen werden und je stärker die angelegte Beschleunigungsspannung ist, desto schneller fliegen die Elektronen jetzt auf die Anode zu. Was passiert jetzt, wenn die Elektronen an der Anode angekommen sind bzw. auf ihr aufprallen? Dabei passieren zwei Dinge, die beide zur Entstehung der Röntgenstrahlen beitragen. Zum einen werden die Elektronen abgebremst und zum anderen werden Atome in der Anode angeregt. Aber eins nach dem anderen. Beim Abbremsen der Elektronen an der Anode entsteht die sogenannte Röntgenbremsstrahlung. Weil die Elektronen unterschiedlich viel Bewegungsenergie verlieren und dadurch Photonen unterschiedlicher Energie entstehen, ergibt sich ein kontinuierliches Spektrum aller Energien, und zwar bis hin zu der Energie, die die maximale Energie der Elektronen widerspiegelt, die wiederum durch die angelegte Röhrenspannung vorgegeben ist. Der andere Mechanismus, der zur Erzeugung von Röntgenstrahlen führt, basiert auf der Anregung von Atomen im Anodenmaterial. Die angeregten Anodenatome gehen unter Aussendung der sogenannten charakteristischen Strahlung wieder in ihren energieärmeren Grundzustand über. Diese charakteristische Strahlung überlagert sich dem Bremsstrahlenspektrum als Linienspektrum. Dieses Linienspektrum ist charakteristisch für das jeweilige Anodenmaterial und spielt insbesondere bei der Mammographie eine große Rolle. Die entstandene Röntgenstrahlung tritt anschließend durch das sogenannte Strahlenaustrittsfenster aus der Röhre aus und kann dann zum Beispiel für die Bildgebung verwendet werden. Dafür ist die Röntgenröhre in ein Aufnahmegerät eingebaut, das nicht nur aus der Röntgenröhre besteht, sondern zusätzlich noch aus einem Generator, mit dem die Röhre betrieben und die Aufnahme gesteuert wird, und dem Aufnahmetisch. Außerdem gibt es noch ein paar andere wichtige Komponenten einer solchen Aufnahmeeinrichtung, die meist in Form eines sogenannten Bookie-Tisches oder als Rasterwandstativ betrieben werden. Diese Einzelteile wollen wir uns jetzt einmal angucken, weil sie eine besondere Rolle zum einen für die Qualität der Röntgenaufnahme haben, zum anderen aber auch beim Strahlenschutz wichtig sind. Erstmal haben wir hier die Röntgenröhre. Hier unten ist der Tisch und auf dem liegt unser Patient oder eines seiner Körperteile, wie zum Beispiel die Hand. Und unter dem Tisch ist der Film, den wir belichten wollen, beziehungsweise neuerdings der Detektor. Jetzt gibt es aber zumindest meistens noch zwei Dinge, die sich zwischen Tisch und Film befinden. Das eine ist das Streustrahlenraster. Das Streustrahlenraster, das aus Bleilamellen besteht, dient der Verminderung von Streustrahlung und wird während der Aufnahme ganz schnell hin und her bewegt, damit es nicht auf der Aufnahme abgebildet wird.
Das führt zu einer deutlichen Verbesserung der Bildqualität, allerdings auch zu einer höheren Strahlenbelastung des Patienten, weil man mit mehr Dosis arbeiten muss, damit nicht alle Strahlung vom Raster rausgefiltert wird. Deshalb, wichtiger Teaching Point, darf man bei Kindern auch kein Streustrahlenraster verwenden, weil das zu einer unnötig hohen Strahlendosis führt und Kinder in der Regel ja auch schlank sind, sodass sie tendenziell wenig störende Streustrahlung verursachen. Merke also, je dicker ein Patient, umso mehr Streustrahlung entsteht und umso schlechter wird die Bildqualität ohne Streustrahlenraster. Die zweite Sache, die sich zwischen Streustrahlenraster und Film befindet, ist ein Dosismessgerät. Dieses misst, wie viel Dosis hinter Patient und Raster ankommen, um den Film zu belichten und steuert damit die Belichtungszeit bei den modernen Röntgenanlagen. Wenn genug Dosis angekommen ist, schaltet das Gerät ab. Und wenn das jetzt alles gut geklappt hat, wird der Film je nach Dichte der Strukturen im Körper unseres Patienten unterschiedlich stark geschwärzt. Dazu gibt es dann noch ein anderes Video. Zum Schluss kommen wir noch zur Durchleuchtung. Die Durchleuchtung spielt eine herausragende Rolle in der interventionellen Radiologie, insbesondere in der Angiographie, aber auch bei der funktionellen Untersuchung zum Beispiel des Magen-Darm-Traktes oder des harnableitenden Systems. Das technische Prinzip hinter all diesen verschiedenen Untersuchungen ist mehr oder weniger das gleiche und ihnen ist auch in den meisten Fällen gemeinsam, dass dafür die Verwendung von Kontrastmitteln notwendig ist. Bis vor nicht allzu langer Zeit war die sogenannte Bildverstärker-Fernsehkette der zentrale Bestandteil einer Durchleuchtungsanlage. Diese ist durch die modernen Flachdetektoren mittlerweile großflächig abgelöst worden, was nicht zuletzt auch zu einer weiteren Einsparung der Strahlendosis geführt hat. Die Durchleuchtungsanlage besteht wie das Röntgengerät, das wir uns eben angeschaut haben, aus einem Generator und einer meist unter dem Tisch befindlichen Röntgenröhre sowie einem Untersuchungstisch, der im Falle der Durchleuchtung kippfähig oder je nach Einsatzgebiet auch fahrbar sein muss. Was die Durchleuchtungsanlage von der reinen Röntgenanlage auch noch unterscheidet, ist der gegenüber der Röntgenröhre angeordnete, ebenfalls bewegliche Flachdetektor, der sich über dem Patienten befindet und immer gemeinsam mit der Röntgenröhre bewegt wird, damit man sich dynamische Verläufe von Kontrastmittelpassagen angucken kann. Eine weitere Besonderheit der Durchleuchtungstechnik ist die sogenannte digitale Subtraktionsangiographie, DSA. Diese Technik ermöglicht es, anatomische Strukturen aus einem Bild herauszusubtrahieren, sodass nur noch das eingebrachte Kontrastmittel sichtbar bleibt. Das macht man sich insbesondere bei der Angiographie zunutze, um Gefäße bis in die kleinsten Verzweigungen sichtbar und beurteilbar zu machen. Das Prinzip der DSA beruht dabei darauf, sich nicht verändernde Strukturen aus dem Bild herauszurechnen. Dafür nimmt man zuerst zwei sogenannte Leerbilder auf, die im nächsten Schritt voneinander subtrahiert werden. Dadurch erhält man die sogenannte Maske, die auch ebenfalls einmal leer ist. Diese benutzt man dann als Hintergrund, um das hinzukommende Kontrastmittel darzustellen und die sogenannten Füllungsbilder zu erstellen. Und ganz am Schluss bleibt dann das sogenannte Subtraktionsbild übrig, bei dem nur noch das Gefäß dargestellt wird. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Punkte zur Röntgentechnik zusammen. Röntgenstrahlung ist eine Form elektromagnetischer Strahlung sowie auch das sichtbare Licht. Sie hat nur deutlich mehr Energie. Röntgenstrahlung entsteht, indem die aus der Kathode durch einen angelegten Strom freigesetzten Elektronen in Richtung der Anode beschleunigt werden. Beim Abbremsen an der Anode entsteht dann die Röntgenbremsstrahlung, während durch Anregung von Atomen im Anodenmaterial die charakteristische Strahlung entsteht. Diese überlagert als Linienspektrum das kontinuierliche Bremsstrahlenspektrum. Das Aufnahmegerät besteht aus einem Generator, einer Röntgenröhre, einem Aufnahmetisch, dem optionalen Streustrahlenraster, einem Dosismessgerät und dem Film oder Detektor. Die Verwendung des Streustrahlenrasters verbessert die Bildqualität, indem es störende Streustrahlung absorbiert. Dies geschieht aber auf Kosten einer schlechteren Dosisausbeute, sodass mit einer höheren Dosis geröntgt werden muss. Aus Strahlenschutzgründen dürfen deshalb Streustrahlenraster bei Kindern nicht verwendet werden. Die Durchleuchtung ermöglicht funktionelle Darstellungen von Kontrastmittelpassagen durch verschiedene Organe. Hierbei ist insbesondere die digitale Subtraktionsangiographie hilfreich, mit deren Hilfe man stationäre Gewebe aus dem Bild herausrechnen kann und somit zum Beispiel kontrastmittelgefüllte Gefäße besser zur Darstellung kommen. Und damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht es dann um die Themen Projektion und Dichte beim Röntgen. Bis dahin und alles Gute!